So. Sehr schön mache ich das. Ganz toll. Muss ich mich selber für loben. In Kunst war ich früher mal gut. So am Anfang. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Okay. Ich muss die Dose mit Farbe füllen, mach das klar. Creepy. Also. Ah, das mit dem Eimer wird echt knapp. Muss ich 100% noch einen zweiten kaufen. Aber ey, wir kommen gut voran hier, mein Lieben. Wir machen jetzt erstmal die Wand komplett fertig. So. So, keine Farbe mehr. La 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 Farbe. Da, 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 da. Hier und natürlich hier die innere Bahn, die ganz innere am Fenster natürlich auch. Die braucht natürlich auch nochmal komplett die ganze Farbe für eine ganze große Bahn. Farbe ist wieder alle. Wieso steht da immer Dose? Das ist keine Dose, die ich in der Hand habe. Mit Farbe aus der Dose vielleicht füllen. Ja, das wird ja vielleicht besser funktionieren, aber... komisch geschrieben. Ja, wir müssen noch einen zweiten Eimer kaufen. Wir müssen noch einen zweiten Eimer kaufen. Ich finde es schade, dass wir den Eimer, den wir gekauft hatten, also wenn wir jetzt irgendwo Sachen kaufen, dass wir die nicht einfach mit nach Hause nehmen können, dann auch zu einem anderen Job mitnehmen können. Weil das wir jetzt halt hier, keine Ahnung, nur 50% brauchen, dann haben wir halt 50% irgendwo rumstehen. Gut, dann brauchen wir zu Hause halt ein Lager, aber das ist ja kein Thema. Mit Sortieren kenne ich mich aus. Wer mich kennt, der weiß das auch. So, der Eimer ist gleich alle. Der Eimer ist alle. Nein. Mann. Okay, dann... nochmal kaufen, hinstellen. Schade. So, wir müssen jetzt gleich die Gegenstände anbringen. Komm ich gerade so dran. Was eine Verschwendung für Farben oder von Farben. Wahrscheinlich behalten die Kunden einfach die Farbe. Kann ich mir vorstellen. Ach, wirklich? Wirklich? Was fehlt denn jetzt noch? Da ist alles gestrichen. Ach, hier. So, Gegenstände, die hier reinkommen. Jetzt geht's los. Wir geben einfach mal Kinder ein. Kinderbett. Lol, man kann das auch noch farblich angleichen. Ich bin mir nicht sicher, das hier... helles Braun. Ja, wir nehmen mal das hier mit dem Weiß. Komm. Kaufen. So. Nicht ans Fenster. Ich würde ja eigentlich den Schrank auch mit umstellen, aber der passt da eigentlich ganz gut rein. Komm, wir drehen das einfach mal. Wir stellen das jetzt einfach mal hier so in die Ecke. So, an die Steckdose hat er was zu spielen. So. So, das haben wir schon mal. Regal Kall. Regal, okay. Möbel.
Regal Kall. Alles klar. Ich finde es gut, dass der Preis sich nicht ändert. Komm nach vorne. Wickelkommode. Eieiei, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Kinderzimmer einrichte, bevor ich das Spiel kannte. So. Wickelkommode haben wir sie auch schon. Können wir natürlich auch das Kissen anpassen, das passen wir natürlich auch farblich direkt an. Tür natürlich in schwarz, sieht cooler aus. Sollen wir die Wickelkommode am besten dahin packen? Würde ich sagen, ne? Gut, ich habe von Einrichten habe ich keine Ahnung. Aber ich packe das ein bisschen weiter weg von dem Kinderbett. Zweimal Sitzkissen. Wie Sitzkissen? Sitzkissen. Ach, Sitzsack. Kauf viele. Oh, ups. Kauf viele. So, ich drehe das Ganze einmal. Einen mache ich mal dahin. Und einen mache ich erstmal dahin. So, ich stelle jetzt doch nochmal eben ein bisschen um. Und zwar die Wickelkommode. Die stelle ich mal hier so. In die Ecke. Und dann könnte man am besten, wie kann ich das jetzt ein bisschen umstellen? Also der Schrank bleibt auf jeden Fall schon mal da. Das steht schon mal fest. Ich weiß aber nicht, wenn ich den Schrank jetzt nehme und den mal umsetze. Ah ja, dahinter sind noch Schalter oder sowas, alles klar. Doch nicht. Irgendwie hat das ein bisschen mehr Platz jetzt bekommen. Und wir haben halt hier so einen kleineren Einsatz, Dingensbereich, aber irgendwie hat das Ding jetzt mehr Platz bekommen. Davor sollte man jetzt halt nichts stellen. Ich weiß nicht, kann ich das Regal jetzt vielleicht dahin pflanzen? Gut, das wird auf jeden Fall sehr voll an der Seite, aber... Jetzt haben wir halt hier so ein bisschen mehr Platz, dann kann man jetzt noch den Sitzsack zum Beispiel ein bisschen drehen und dann dahin packen. Ich sag mal so. Gut, es sieht schon halt sehr voll aus, ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von sowas, dementsprechend scheißegal. So, alle Aufgaben sind erledigt, wir drücken fertig und wir kriegen 7000 dafür. Was? 7000? Ich will da mal was gucken. Wir haben jetzt 39.000, meine Lieben. 39. Browser. Verlassenes Haus. Können wir kaufen. Können wir fertig machen. Ein Haus aus den 1950er Jahren mit einer originellen Aufteilung der Räume für die allgemeine Renovierung. Ein großes Grundstück. Kaufen wir. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du nun dahin? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit zu deinem Haus übergehen, indem du die Pforte benutzt. Ja, wir wechseln mal hin. Wir wechseln mal in unser neues Haus. So, Käufer. Auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlungen kommentieren. Oh my god. What a clutter. Alles klar. Gartenwettbewerb. Um den Garten des Hauses zu steigern, können Sie an einem der Gartenwettbewerbe teilnehmen. Wählen Sie nach dem Drücken der Eingabetaste aus, in welcher Art von Garten Sie eine Bewertung vornehmen möchten.
American Crop English Modern. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal ganz kurz drin um Dreck etc. pp. Ach du Scheiße. Ja, leck mir ja. Was zum Fick ist denn hier passiert? Okay, ich räume jetzt erstmal komplett alles raus. Wir müssen auf jeden Fall hier komplett sanieren. Komplett. Ich will erstmal gucken, wie die Bude komplett aussieht. Schaben. Alter, die habe ich gar nicht gesehen. Wenn sie eine Person mit, Katzaridaphobie, Angst vor Kakerlaken. Achso, wenn sie eine Person mit, Katzaridaphobie sind, können sie in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken im Glas, in Glasstücke verwandeln. Lol. Ich sag mal so, wir nehmen mal den Sauger. Lalalalalala, Kakerlaken, komm jetzt weg. Lalalalalala. So. Ah lol, jetzt habe ich hier viele Materialien. Reinigen. Gegenstände verkaufen. Lol. Ich mache trotzdem erstmal... Was zum Fick? Ich kann hier auf jeden Fall alles erstmal so komplett weg machen. Was sind das denn für Lampen? Der Topf schwebt. Lol, der Kühlschrank, der ist einfach... Okay. Ja, sieht doch ganz sauber und ordentlich hier aus. Wir reinigen jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal hier den ersten Eingangsbereich. Machen wir jetzt ein bisschen clear hier. Ja, die Wände müssen wir auf jeden Fall komplett... Können wir die einfach überstreichen? Oder wie ist das? So, die kommentieren ja eigentlich meine Handlung, die Kollegen, ne? Fenster noch nicht. Erstmal hier grundlegendes Zeug. So, hier das Bettchen, so. Wenn man das Bettchen nennen kann, ich weiß ja nicht. Sieht mir eher aus wie so eine Vollkatastrophe, aber egal. So. An sich ist das eine nette kleine Bude. Was für ein Dreck, es ist verdammt dreckig hier. Ja, wirklich. Bin ja dabei, sauber zu machen, Leute. Chillt doch mal. Also kann ich das hier, halten? Achso, ja, das ist klar. Ich halte übrigens die ganze Zeit einfach Dauer gedrückt, weil irgendwie finde ich schon Dreck. Da oben, so, gucke mal. Spinnenweben sind weg. Wir haben noch übrigens noch 8000 übrig, also an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, die Türen können wir die eigentlich auch rausreißen und erneuern. Heizkörper anbringen, ja gut, das ist alles so. Sieht gut aus. Kümmern wir uns doch mal erstmal um den Eingangsbereich hier. Verlassenes Haus. So, was kann ich denn hier? Wände bauen, Stütze bauen, streichen, reinigen. Ja, reinigen haben wir ja schon. Fliesen und Laminatböden verlegen. So, ich gucke mal ganz kurz, was haben wir denn für Farbe? Was könnten wir denn überhaupt hier draus machen? Also hier würde ich so ein helles Grau nehmen. Helles Grau, beziehungsweise es ist ja... Ich finde es ja geil, dass man die Häuser komplett neu gestalten kann. Das ist schon geil. In den Eingangsbereich. Hier stand einfach nur eine Kommode rum. Badezimmer ist klar, das wird einfach nur... Ich weiß nicht, ob ich das überstreichen kann. Müsste ich, glaube ich. Kommen auf jeden Fall neue Toilette und sowas eben mal rein. Küche wird ja auf jeden Fall auch nochmal hier neu gemacht. So ein bisschen neu gefliest und sowas. Und dann einmal hier Schlafzimmer halt, ne? Schlafzimmer halt, ein Schrank kommt da rein. Und hier halt eine Kommode vielleicht. Beziehungsweise... Ich weiß noch gar nicht. Also ein hellgrau soll es auf jeden Fall werden erstmal.
Wir machen uns also an die Wände. Was haben wir denn hier? Waldnebel, Silbereis, Stahlgrau. Oder so ein Beige-Ton. So ein Grau-Beige. Vielleicht so ein bisschen mehr ins Orange oder sowas. Also nicht so grell wie da oder sowas. Weil Tapete ist mir erstmal zu teuer. Ja, ein bisschen. Das hier, heller Pfirsich, das wäre schon was. Sand Mandel. Weißt du was, dann nehmen wir uns mal, komm. Das kaufen wir uns jetzt mal. So, Pinsel nehmen. Vollsaugen, jetzt schauen wir mal nach hier. Also, das sieht doch mal renoviert aus hier. So, mal wieder füllen hier. Um den Garten müssen wir uns ja auch noch kümmern. Das wird auf jeden Fall interessant. Also ich möchte jetzt erstmal so die ersten beiden Folgen mal hiermit verbringen, mal so ein Haus komplett zu renovieren. Weil ich mal sehen möchte, okay, was müssen wir alles beachten? Worauf müssen wir alles achten? Was müssen wir machen? Es passt so, klingt so ein bisschen gut, oder klingt sich so ein bisschen mit dem Boden ein. Gut, setzt sich aber leider nicht ab. Ich sag mal so, scheißegal. Scheißegal, Hauptsache hier, ne? Ja, hier, warte, hier unten mal eben. Die Textur ändert sich, oder was? So, einmal hier drin. Da. So, da ist die Farbe wieder alle. Ist aber so, wenn jetzt die Tür halt so zu wäre, ne, kann man sich ungefähr schon mal vorstellen, wo wie das aussehen wird oder worauf das hinauslaufen wird. Wir sollten eventuell auch bald wieder einen neuen Fähigkeitspunkt freikriegen. Verbesserungen? Doch nicht. Da kann ich nämlich hier auch so ein bisschen auf Verbesserungen gehen, die halt bei den Aufgaben, bei den Missionen dann natürlich von Vorteil sind. So, ich mach mal eben ganz kurz die Ecke so ein bisschen fertig. Also damit man erstmal so ein bisschen Grund sieht, so wie sieht das denn aus mit dem Beige. Weil ich habe ohne Scheiß farblich, habe ich echt null Plan. Mal eben hier unten die Dinger mal eben fertig machen. Also so sieht das jetzt aus. Ah gut, farblich jetzt nicht so geil, ganz toll. Farblich sieht das glaube ich echt scheiße aus. Wäre ich doch bei so einem... Ich weiß gar nicht, was kann man denn zu einem hellen Boden verwenden? Weil ich habe meistens eigentlich immer so, okay, gut, heller Boden. Kann man halt ein ganz helles Grau, also so ein helles Grau nehmen, so ein Grau-Weiß oder sowas. Ich hatte vorhin auch vorgehabt, dieses Kristallgrau oder sowas. Oder Silbereis hieß das, glaube ich, ne? Die Silbereisen. Das zu nehmen. Aber naja. Die kommentieren gar nichts mehr. Was ist denn mit denen? Die wechseln nur ab und zu die Plätze so von oben nach unten. Von unten nach oben. Nein, es reicht nicht. Ich kotze. Was eine Blamage. So, ach so, lol, das sind Haken. Wow. Gerade schon gewundert. Hm? 19 Wände streichen. Okay. Ich habe die Farbe verbraucht, wirklich. So, dann weiter geht's. Wäre ich nicht ganz so verschwenderisch damit, dann hätte vielleicht der Eimer gereicht. Aber naja, so ist das halt, ne? Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal den Raum hier fertig.
Dann sehen wir uns mal an, was wir aus einem Raum so rausholen können. Wir wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Oh, er streicht die Wände, das ist ja ganz gut. Die Farbe ist scheiße. Hm. Neuer Fähigkeitspunkt. Das ist im Streichen jetzt, ne? Malen, genau. Ich gehe auf jeden Fall nochmal auf weniger Verbrauch. Dann brauchen wir vielleicht nur eine einzige Packung für einen Raum und nicht zwei. Weil das ist echt wieder so toll. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Ecke haben wir. Haben wir die Ecke auch? Ja, die haben wir auch. Fehlt jetzt nur noch bei der Tür mal eben die ganze. Können wir auch die Türen eigentlich streichen? Wow, wir können dahinter streichen. Ernsthaft? Geht das auch hier? Nee. Ja, meine Lieben, das wäre jetzt, sag ich mal, so der erste Raum. Mache ich mich mal ganz kurz zur Fensterreinigung. Ich überlege mir auch noch irgendwie was mit den Türen zu machen, weil die Türen sehen einfach nicht mehr so gut aus. Aber was soll's? Ah, guck mal, das sieht doch schon mal. Das sieht doch schon mal super aus. Wie viel Zeit man denn so in diesem Spiel verbringen kann, alleine nur bei diesem bei dem eigenen Haus. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich machen werde. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, an sich, ne? Sieht doch mal was aus hier. So. Was machen wir denn jetzt noch? Wir können erstmal einen Heizkörper anbringen, ne? Wir bringen jetzt erstmal eine Heizung an. So, dann gehen wir erstmal hier raus. Wir gehen mal da. Da raus, danke. Anschlüsse, einmal ein bisschen runterscrollen. Heizung, Heizung kaufen. Heizung anbringen. Montieren natürlich. Ja, mit 20% Geschwindigkeit geht das einfach super geil. So, so. Sehr schön. Ja, jetzt hätten wir, sage ich mal, den Grund eines Raumes fertig. So, hier ist der Boden natürlich identisch. In diesem Raum. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Lampen lasse ich erstmal. Wie mache ich das denn hier farblich? Hier kommt so ein helles. Ja, so ein weiß-blau soll hier rein. Ich sag mal so ein weiß. Sag mal, passt das überhaupt vom Sofa her? Das Sofa ist grün, ne? Das Sofa ist grün. Wie viel kostet denn so ein neues Bett? Ich muss ja gucken. So, warte mal, Möbel. Ich gebe einfach mal Bett ein. Bett. Oh. Ah, Bett Mantis. Das haben wir derzeit. Würden wir halt jetzt für 100, ja gut. Könnte man dann ruhig behalten. Das hier wäre schon interessant, das wäre schon geil. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und dann schauen wir mal wendemäßig nach. Helles Grün. Das Grün sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weiter runter. Weil ich will halt den Boden komplett lassen. Ja, morgen gelb nicht. Frühlingsgras. Es ist wieder zu grell. Es muss halt so ein helles sein. Frühlingsgras will ich nehmen. Nehmen wir einfach mal, komm. Zack. So, mal, jetzt wird wieder gestrichen. Ja, guck mal. Das sieht auch schon mal deutlich geiler aus. Ich weiß nicht, was ich mit dem Rasen mache, weil das ist jetzt das erste Haus, soll erstmal so klassisch erstmal so irgendwie was werden. Also wir haben ja noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen. Wir haben ja echt gut eingenommen.
dementsprechend interessiert mich jetzt gerade das Geld erstmal nicht so direkt. Gut, wir müssen halt auf jeden Fall Geld machen, aber hey. Ich frag mich halt, wenn es hier so eine Art Story gibt, so eine Kampagne, wann ist die zu Ende? Ist sie zu Ende, wenn man jedes Haus, was man kaufen kann, gekauft hat? Oder kommen irgendwann keine Missionen mehr? Was ich irgendwie nicht glaube. Weil es ein Gefühl hat, immer wieder so die gleichen Standardmissionen, die man so hat. Weil das wäre so eine Frage. Weil wenn ich jetzt, wenn man wirklich alle Häuser kaufen soll und das Ganze halt verkaufen soll, wie gut gelingt das? Wie schnell gelingt das auch? Weil die Häuser werden halt teurer, immer teurer, immer teurer. Dementsprechend muss man halt Nebenmissionen machen. Man kann halt nichts nur durch diese Häuser verdienen. Es ist einfach so. Das ist einfach so und das interessiert mich gerade halt einfach nur. Wann bin ich halt hier durch oder fertig? Also keine Sorge, ich möchte halt hier noch weiterspielen, das macht einfach Spaß. Es macht halt Spaß, aber es zieht halt extrem viel Zeit. Das merke ich halt schon hier. So. Bin auf jeden Fall schon mal sparsamer, aber ich brauche trotzdem, glaube ich, einen Eimer. So, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz gucken, dass ich den Eimer ein bisschen umstelle. So, er kommt jetzt erstmal dahin. Das Bett. Kommt erstmal dahin. Das wird sowieso noch alles umgebaut hier. Deswegen nicht wundern. So, einmal streichen. Machen wir mal eben hier die Wand zu Ende. So. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Wand. Kriegen wir das hin? Die sagen gar nichts, die Leute. Ich will mal was wissen von denen. Ob das denen so gefällt, so farblich gestaltet, oder sagen die wirklich, oh, ist das eklig. Würde mich mal interessieren. Oh, das reicht. Ey, geil. Das hat vollkommen gereicht. Ja, cool. Begeben wir uns mal ganz fix zu den Fenstern. Dass wir die Fenster mal eben sauber kriegen. Ein Fenster putzen nur so einfach wäre, ja. Ah, eben. Ich muss ab und zu immer die Maus umlegen. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu kurz absetzen muss. Oh, da ist noch ein Fleck. So, das Bett soll rüber. Also das kommt jetzt erstmal dahin. Das heißt, den Eimer kann ich erstmal wegstellen. So, das Bett genommen. Das wird auch erstmal gedreht, ne? Beziehungsweise, obwohl... Ah, ich drehe das mal. Oh, gerade gucken hier, dass ich einigermaßen passend drin sitze in der Lücke. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also ich kann hier noch ein Stück weiter rein. Nö. Gut, dann holen wir uns erstmal eine Heizung. Wir brauchen eine Heizung. Heizung. Die montieren wir uns natürlich auch direkt. Oh, das Licht. Oh, ich habe die Lampen noch gar nicht an.
Hä? Okay, alles klar.